Hier ein Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und zwar haben wir heute die Don Pepin Original Blue Edition Invictus. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch gibt. Also, es gibt einen Online-Händler, der kann keine Kisten mehr anbieten, nur noch Einzelstücke. Kostet 6,90 Euro die Zigarre, hat eine Länge von 12,7 cm, Durchmesser von 1,98 cm, was im Ringmaß von 50 entspricht. Und ist eine Puro aus Nicaragua. Deckblatt Nicaragua. Sorte Corojo. Oscuro Eigenschaft. Umblatt Nicaragua. Einlage Nicaragua. Ja, verspricht relativ, ja, schokoladig zu sein. Hat auch anscheinend viele Kaffeeröstaromen. Und ist ein bisschen stärker anscheinend. Bin ich mal gespannt. Sieht jedenfalls sehr, sehr hübsch aus. Also wirklich sehr hochwertig. Und man riecht jetzt auch schon von Weitem so dieses, so eine Mischung aus Cappuccino, Kaffee und Kakao. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Gleich. Sehr ölig, sehr feines Deckblatt. Ja, steigt so ein bisschen Pfeffer auch schon in die Nase. Ansonsten, wie gesagt, dieses Kakaoaroma, das ist wirklich das, was vorherrscht. Bin ich echt gespannt, wie es weitergeht. So, dann machen wir doch mal den Kaltzugtest. Ja, so ein bisschen Heu kommt jetzt, so ein ganz, ganz dezentes Prickeln, ein bisschen Pfeffer, aber ansonsten schauen wir doch mal, wie sie denn dann ist, wenn wir sie anhaben hier. Zunächst schmeckt sie einfach nur nach Tabak. Keine Creme schießt ein, aber sofort Pfeffer auf der Zunge. Ja, genau. Also Pfeffer herrscht momentan vor. Und schön Tabak. So, jetzt kommt so ein bisschen Creme hindurch, aber wirklich ganz, ganz unterschwellig und so ein bisschen Gewürz. Also es ist eher Richtung Schärfe. Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Gewürz. Genau, das hat ein bisschen mehr Pep, die Zigarre momentan. Also ich muss zugeben, die Zigarre erinnert mich an die Scaleton von Tony Neugebauer. Startet sehr ähnlich, pfeffrig, dann geht ihr Pfeffer ein bisschen zurück, dann kommt so ganz dezent Creme und dann dieses nussige Gewürz, dieses kernige. Also momentan wirklich sehr lecker. Mal schauen, wie es weitergeht. So, jetzt nimmt das Rauchvolumen etwas ab und man muss ein bisschen sich um die Zigarre jetzt kümmern, sonst geht sie aus. Aber jetzt kommt so eine gewisse Süße noch hinzu. So ganz, ganz dezent. Ja. Also wie so oft, wenn die Süße kommt und die Zigarre droht auszugehen und auch in dem Fall dann, so wie hier, ausgeht, kommt meistens so ein bisschen Erde hinzu. So leicht bitter, leicht Schwarztee-Feeling auf der Zunge und auf den Zähnen. Und mir kommt die Erde momentan ein bisschen zu früh. Hätte auch noch 20 Minuten auf sich warten lassen können. Aber jetzt mal schauen, wie sie sich weiterentwickelt.
Also was ich gut finde, dass die Erde sich zwar angedeutet hatte, aber nicht wirklich durchgebrochen ist. Jetzt streitet sich so ein bisschen die Erde mit einer gewissen Süße. Das finde ich dann doch gut. Also ich hatte erst Angst, dass jetzt wirklich eine halbe Stunde nur noch Erde vorherrscht. Ist aber nicht der Fall zum Glück. So, ich war ein bisschen in Gedanken. Also jetzt herrscht dann doch die Erde vor, aber es ist nicht so krass, dass ich sage, das ist mir zu bitter. Also dieses Schwarztee, das kann man eigentlich so am besten beschreiben. Ich habe immer gesagt, dieses Staubige auf den Zähnen, dieses Erdige, dieses, ja. Aber ich denke, so Schwarztee trifft es echt noch besser. So eine gewisse florale Note, Schrägstrich, bisschen bittersäuerlich, aber wirklich ganz dezent. Ja, das herrscht jetzt vor. So ein bisschen Holz. Wo viele geschrieben haben, die sehr schokoladig und Kaffeeröstaromen. Also ganz entfernt Kaffeeröstaromen, ja. Aber so, ja, die Süße war zwar da, aber ich würde es nicht Kakao nennen. Genau. Also jetzt wird die Erde dann doch stärker. 6,5 würde ich sogar fast sagen. Ja. So eine unterschwellige Süße ist immer so ein bisschen da. Bisschen Röstaroma, ja. Aber die Erde ist das Nummer 1 Aroma momentan. So, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen und Erde ist wirklich sehr krass jetzt. Ich würde sogar sagen 7,0. Jetzt wird sie dann schon, ja, sehr floral, würde ich jetzt sagen. Also wirklich Kräutertee, Schwarztee-Mischung. Erinnert mich wirklich sehr an die Skelton, aber die Skelton ist feiner, ein bisschen komplexer, bietet ein bisschen mehr und die Erde kommt nicht so früh. Das ist ein persönlicher Geschmack von mir. Das finde ich gut, dass wenn sie nicht so früh kommt, die Erde, in dem Fall kam sie recht früh und jetzt auch am Schluss wird sie relativ, ja, dominant. Und klar, wenn man jetzt noch ein zweites Exemplar hat und die ein bisschen länger lagert, ich hatte die jetzt einen Monat oder so gelagert nur. Da wird es vielleicht ein bisschen feiner dann auch. Es ist eine gute Zigarre, schmeckt. Fängt cool an. Wird ein bisschen weicher dann. Ein bisschen süßer. Und dann kommt die Erde. Aber ich muss das abgrenzen zur Skelton, weil die nach wie vor für mich in dem Segment, auch vor allem zu dem Preis, wirklich sehr, sehr geil ist. Die kriegt hier eine 4 von 5. Auch eine ordentliche Zigarre, die ich auch nochmal kaufen würde. Aber da würde ich eher zur Skelton greifen. Aber trotzdem wirklich sehr cool. Sehr hochwertige Zigarre. Auf jeden Fall eine Empfehlung.